Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück. Poly Bridge 1 in Poly Bridge 2 mit der Area 52. Den Geheimleveln aus Poly Bridge 1. Katapult. Mir fehlen nur noch drei Level. Katapult, Gran und das Maze. Und die sind halt alle gefühlt einfach nur nervig. Für mich zumindest. Aber gut. Nächster Versuch beim Katapult. Gucken wir einfach mal, ob ich hier irgendwie was hinbekomme. Ich vermute mal nein. Aber gut. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Zunächst einmal werden wir hier so eine Vorrichtung bauen, um die sich das ganze Teil dann eben drehen soll. Das ist zumindest die Idee. Und ich will auch gucken, ob ich das hier irgendwie mit einbauen kann. Sollte ja eigentlich machbar sein. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier nutzen. Wollte aber eigentlich auch noch ein bisschen nach unten gehen. So, und da werden wir noch ein paar Straßen dran machen, um weiteres Gewicht zu holen. Weil ich befürchte und behaupte einfach mal, dass das Gewicht hier alleine nicht reicht, um irgendwas bewegen zu können. Aber gut. Wir werden es sehen. Fest steht, das Auto muss hier drauf. Da muss es drauf. Okay, die Frage ist, muss das so fest, also muss es hier fest sein oder auch wie hier vielleicht eher mit einem Seil oder so sein? Wir werden mal schauen. Wichtig ist, du bist fest. Der reißt direkt oben schon mal das kaputt. Das heißt ja, wir haben ein bisschen was an Gewicht. Ein bisschen was an Gewicht haben wir also. Ist ja schon mal nicht so blöd. Immerhin, okay, das hält. Läuft. Läuft, hätte ich gesagt. So, wir werden hier einfach den Kasten dicht machen. Vorteil ist, es kann nicht runterrutschen. Und Vorteil 2 ist, wir haben mehr Gewicht. Ja. Bewegung ist da. Bewegung ist da. Die wollen wir haben. Es reicht sicherlich noch nicht genug. Es ist sicherlich noch nicht genug Bewegung. Aber okay. Das Ganze muss halt noch stabiler sein. Er hat sogar... Das hier gefällt mir nicht, dass er sich komplett einmal dreht. Ist es vielleicht besser, wenn wir das hier sogar festmachen? Der Bruch sei jetzt mal einfach da, aber... Das Problem ist halt, wenn sich das Teil hier mitdreht, wird das wieder aufgefangen quasi. Das will man nicht. Es soll ja schon fliegen lassen. Ah, nicht genug. Okay, das ist gerissen. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Ich glaube allerdings jetzt hier, dass wir den Winkel einfach verändern müssen. Oder? Uff, viel Wucht drauf. Komm, halt das mal bitte hier. Kaum noch Geld übrig, ist schon mal direkt ein Nachteil. Es sieht insgesamt schon fast ein bisschen besser aus als meine vorherigen Versuche. Die Straße hier drüben kann man sicherlich noch kürzen. Aber das jetzt ein bisschen Stabilität bringt. Eher nicht so. Leider eher nicht so.
Hatten wir nicht auch, als ich das schon mal so ähnlich gemacht habe, das Problem, dass er dann durchgefallen ist? Anscheinend jetzt nicht. Ist ja schon mal ganz gut, dass er nicht direkt durchfällt. Okay. Das hat jetzt dummerweise, hier hat es zwar gehalten, alles andere, aber er hat ihn auch nicht so schön rumgeschwungen, wie ich es gerne gehabt hätte. Können wir vielleicht das hier einen Ticken höher machen? Hier noch so. Ein bisschen mehr Gewicht und das mittiger setzen. Bekomme ich den Schwung einigermaßen umgewandelt? Ah nein, er bleibt da dummerweise hängen an dem Teil. Das Problem, dass er hier nicht gut genug drauf liegt. Ich bin mir nicht sicher, wie bekomme ich den entscheidenden Schwung hin? Vielleicht den Winkel noch ein bisschen anpassen? Hier können wir sicher auch noch ein bisschen runter machen, um Geld zu sparen. Ist es schlauer, den Punkt hier runterzuziehen? Ist das schlauer? Ich meine, es macht es natürlich günstiger, ja. Aber ist das auch besser? Sieht erstmal nicht so aus, gell? Ja, nicht so. Jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ich glaube, dich bräuchte ich so auch nicht, oder? Nee. Weil das Ganze halt rundherum ist, geht das auch so. Okay, wir haben das Problem jetzt verlagert. Jetzt bricht das da ein. Weil es mit der Wucht nicht mehr auskommt. Aber es hat auch nicht genug Schwung. Abgesehen davon, also er kommt immer noch nicht weit genug rum. Das muss länger sein. Er darf allerdings nicht mit dem Teil in Kontakt kommen. Wenn es länger ist, hat er mehr Schwung bei gleichem Gewicht. Und er muss mehr Schwung bekommen. Es ist so ärgerlich, weil das im Prinzip nur drei Level sind und ich weiß nicht, wie ich sie lösen soll. Und den hier länger machen, den Arm. Ja, ist das gut oder schlecht? Der natürlich nicht verbinden. So, das ist der Arm, der sich bewegen soll. Um den Punkt. Bumm. Reißt offensichtlich. Geht hier vielleicht irgendwie sowas mit Seilen? Schon mal besser. Jetzt reißt er natürlich da unten, weil die Wucht einfach so riesig ist. So,
So, er bewegt sich hier runter, er dreht das hoch. Das ist ja alles richtig soweit. Sobald er hier allerdings überschlägt, reißt er. Und er bringt ihn aber auch nicht weit genug rüber. Sprich, wir haben noch nicht genug Wucht dahinter, als dass er eben in der Lage wäre, dieses Teil auch wirklich rüber zu feuern, wie ich es gerne hätte. Ja, das heißt, wir brauchen mehr Wucht. Mehr Wucht heißt für mich, wir brauchen hier mehr Gewicht. Oder wir müssen den länger machen, damit er bei gleichem Gewicht schneller ist, oder? Vielleicht die Straße noch ein bisschen anpassen, damit er besser liegt. Das macht der äußere schlapp, okay. Jetzt brauche ich eigentlich einen Punkt, an dem nichts kaputt geht und ich trotzdem sehe, ob er weit genug fliegt. Mal, wie hoch ist die Chance, dass hier nichts kaputt geht, während der sich dreht? Ist doch quasi null, oder? Oder nicht? Also, für mich jetzt. Es wird wahrscheinlich das hier kaputt gehen. Oder der untere. Eher der obere. Nein, es geht nichts kaputt. Es geht nichts kaputt. Flieg doch weiter. Es ging was kaputt. Die Straße ging kaputt. Beim Aufprall auf dem Wasseroberfläche ging die Straße kaputt. Verdammt. Ist die Frage, fliegt er schnell genug? Ich glaube nicht, oder? Jetzt haben wir wieder zu viel Gewicht dran gemacht. Sprich, ich mache hier nur so ein bisschen Gewicht dran. Wir sind nah dran. So nah war ich, glaube ich, bisher noch nicht, weil nichts, fast nichts kaputt war und ich den Schwung hatte, den ich brauche. Ist der schon deswegen kaputt? Okay, warte. Wir erhöhen hier drin durch eine Note. Das Gewicht. Eine Note. Das macht schon alles kaputt. Eine Note hier drin. Was passiert dann bei zwei Notes? Weil es war noch nicht genug Schwung offensichtlich. Jetzt reißt er da unten. Komm schon. Oh, der war knapp. Also im Sinne von, er war nah dran, ins Ziel zu fliegen. Natürlich kaputt gegangen, ja. Aber er war vom Flug her nicht schlecht. Ich glaube aber, er kam auch nur so nah Richtung Ziel, weil er eben hier kaputt gerissen wurde. Ich glaube, wir machen ihm hier noch so ein kleines Ding hin. Da kann nämlich der Druck nicht nur hier rumgehen, sondern auch da rumgehen. Das ist, glaube ich, blöd, weil er hier nach oben geht. Er muss höher gehen. Ja. Der muss so gehen. Dann kann der Druck hier runter, kann hier oder hier und dann runter Richtung Ankerpunkte. Ja! 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 Nein! Kann ich das tricksen, indem ich so mache? Ich weiß, ich mag es nicht. Ich glaube aber nicht, dass das... Wir haben vor allem auch mehr Gewicht. Das wird also wahrscheinlich jetzt wieder was reißen. Nein, dann fällt das Ding runter. Wir verlieren Gewicht. Es sei denn, ich kann das Gewicht dieses Teils mit Straßen nachbauen. Das, glaube ich, kann ich aber nicht finanzieren, glaube ich, oder? Man, eine Note mehr ran. Es gibt ein bisschen extra Gewicht. Habe ich eine Feder? Ich glaube nicht, sonst hätte man einen Federkatapult bauen können. Och, jetzt reißt das kaputt. Komm schon. Nein, nein, er geht kaputt, weil er dagegen knallt. Okay, warte.
Jetzt mache ich hier einen Muskel hin. Das sind zwei Nodes, die ich jetzt mehr habe. Und eine Node mehr. Jetzt haben wir exakt die gleiche Anzahl an Nodes wie vorher. Nur, dass ich hoffentlich hier unten dieses Teil stabiler bekommen habe. Komm schon. Das Problem ist, er darf eigentlich nicht hier anknallen. Und wenn er anknallt, dann erst, wenn er im Ziel ist. Okay. Jetzt nehmen wir dich raus. Machen hier noch so einen Muskel hin. Wir verschieben das... Nein, warte, du bist kaputt gegangen. Never mind. Komm schon. Eigentlich glaube ich jetzt nur, das Teil ein bisschen nach rechts machen, damit er später gegen die Wand kommt. Oh, jetzt ist das Seil gerissen. Bitte nicht. Das kann ich mir nicht leisten. Nein. Bitte nicht. Jetzt geht das andere Seil kaputt. Es ist so lächerlich. Ah, ich bin so nah dran. Ich bin gefühlt so nah dran. Ist deutlich teurer. Glaube ich, dann mache ich lieber das hier, oder? 2.500 Dollar sparen, wenn das hält. Es hält. 2.500 Dollar sparen. Brauche ich das hier? Ist die eine Note wichtig? Komm schon. Ach, die eine Note ist wichtig. Okay, das müssen wir speichern. So, wo kann ich 2.500 Dollar sparen? Okay. Nope. Mal ganz kurz gucken, wo ist denn die Belastung groß? In den entscheidenden Momenten. Die sieht grün aus, die sieht grün aus. Die oben sehen grün aus und der ist grün. Okay. Du bist grün. Du bist grün. Genau, das hier war grün. Komm schon. Okay. Ich glaube, du warst auch grün in der Mitte. 420 Dollar. Du bist nicht grün. Aber vielleicht ein Muskel. Wenn ich hier einen Muskel hinmache, wäre das ein Ticken günstiger. Oder? Hält nicht. Never mind. Können wir hier vielleicht das Seil ein bisschen kürzen? Das ist ein definitives Nein. Oh, komm schon. Brauche ich dich noch? Ich glaube schon. Ja. Können wir dich damit umgehen? Nope. Können wir dich hiermit umgehen? Definitiv nicht, oder? Komm schon, es ist nicht mehr viel Geld. Es muss nur noch ein bisschen Geld gespart werden. Der Rest funktioniert doch. Im Prinzip könnte ich vielleicht auch sagen, wir gehen hier runter. Nope. Da geht aber nichts kaputt, oder? Also bei dem ist schon noch so, dass nichts kaputt geht. Genau, dabei geht nichts kaputt.
schon. Komm schon einfach darüber. Na also, $730. Das gelingt alles. Können wir vielleicht hier statt auf 2 auf 3 Seile gehen? Hilft das? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich glaube, das ist doch nicht wirklich günstiger als 2 von denen, oder? Mann! Können wir das Seil hierhin machen statt dahin? Reicht das allein schon aus? Nein. Es ist nicht mehr viel. Es sind $720. Ich werde die Folge jetzt auch länger machen. Sollte sie in den nächsten 4 Minuten zu keiner Lösung kommen, werde ich halt einfach sagen, okay, weißt du was? Ich werde das Ganze cutten und dann sagen, okay, ich mach's offscreen. Weil es geht nur noch ums Geld sparen. Um mehr geht's nicht mehr. Ich glaube, das hier. Das hier hat nicht gehalten. Ich frage es, ob ich vielleicht nur einen von den Teilen festmachen muss. Wenn ich jetzt nur den hier ersetze. Wäre das immer noch $17 zu teuer, aber $17 sind $17. Es ist nur da. Okay, $17, komm schon. Jetzt aber. Ja! Da ist es. Im Budget. Ohne Bruch. Meine Fresse. Ich hasse dieses Level. Es bleibt dabei. Und das Schlimme ist, es wird nicht besser mit den letzten 2 Leveln, die mir noch fehlen. Crane und Maze. Aber gut, wir haben jetzt Lösungen. Einmal kaputt gegangen von Transvana. Yoink. Mit einem kleinen Gewicht dort. Schön ins Ziel geflogen. Und hier haben wir Pufax noch, nehme ich an. Jawohl, wir haben Pufax. Lange Kette, viel Gewicht. Hier auch noch Gewicht. Das Ganze hat nur mit Seilen irgendwie festgemacht. Und dann als Trebuchet. Es hat hingehauen. Wunderbar. Das Ding ist durch. 2 Level gibt's noch. Crane und Circle Maze. Mal gucken, mit welchem ich mich als nächstes rumschlagen werde. Das seht ihr aber erst in der nächsten Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.